Ich dachte, ich nehme euch heute ein bisschen mit, wenn ich Vince Adventskalender einpacke. Und als erstes zeige ich euch mal, was ich alles reinpacken werde. Ich werde versuchen, ein paar der Sachen noch bei Amazon zu finden, dass ich euch das unten in der Infobox verlinken kann. Aber vieles kriegt man ja auch relativ überall. Das hier in dieser kleinen Hülle ist ein kleines Fernglas. Und hier haben wir eine Taschenlampe. Das sind einfach so Sachen, mit denen er sehr, sehr gerne spielt, die er sich immer irgendwo ausleiht. Und jetzt hat er dann halt sein eigenes. Dann habe ich von Cars Taschentücher. Er liebt Cars. Wie sagt er immer? Lightning McQueen. Der baut da immer noch eine Silbe mit ein. Und hier ist halt noch der Hook drauf. Die findet er halt ganz toll. Dann habe ich hier einen weihnachtlichen Malblock, wo viele verschiedene Motive drin sind. Das fand ich eigentlich ganz schön. Dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Autos in verschiedenen Größen. Ich habe diesen Lamborghini. Dann habe ich hier nochmal, was ist das? Ein Audi. Dann habe ich noch so ein Fünferpack Matchbox Autos vom NYPD. Dann habe ich hier einmal so eine Tüte Playmice. Ich fand das nämlich ganz toll mal zum Ausprobieren, weil ich nicht so genau weiß, wie das funktioniert und wie das ist und ob ihm das Spaß machen wird. Deswegen nur mal so eine kleine Tüte. Dann habe ich hier zwei Kreisel. So ein und, oh, hier ist der Stift gerade rausgefallen. Den hier. Dann solche Knicklichter, die findet er nämlich auch immer ganz geil. Dann so voll schnöden Werbegeschenk von Audi, nee, von Opel. Und zwar ist das einfach nur so ein Wasserballon, nennt man das so? Wasserball, genau. Aber Vince steht auf so einen Kram. Also der wird sich dann tagelang hier in der Wohnung mit diesem Wasserball beschäftigen. Deswegen, warum nicht? Dann habe ich hier von Löwenzahn 5 solche kleinen Büchlein. Die finde ich auch ganz schön, die tue ich auch einzeln verpacken. Dann einmal Sticker. Eigentlich hätte ich gern andere gewollt. Letztens hatte ich welche von Cars und er hatte auch schon welche von Feuerwehrmann Sam. Das ist übrigens Svea, die ihr da hört. Aber gut, die sind auch ganz niedlich und Vince steht halt total auf Sticker. Und dann habe ich das hier noch. Das war mal in einer Bussi-Bär-Zeitung. Und ich habe das so noch bekommen. Das ist ein U-Boot-Flitzer. Aufziehen und abtauchen lassen. Genau, und den bekommt er auch noch. Und das werde ich jetzt alles schön verpacken, nehme euch dabei mit und erzähle euch mal, wie das Ganze bei uns mit dem Adventskalender dieses Jahr so laufen wird. Ursprünglich wollte ich eigentlich schon im letzten Jahr für Vince einen Adventskalender selber machen, aber ich habe mir das zu spät im November überlegt und kam dann einfach nicht auf die Schnelle auf 24 Ideen für Geschenke, denn mir war ganz, ganz wichtig, dass da keine Süßigkeiten drin sind, was ihr ja hier auch gesehen habt. Und deswegen habe ich es in diesem Jahr wirklich so gemacht, dass ich über das ganze Jahr verteilt kleine Geschenke gekauft habe. So war es jetzt im November überhaupt kein Stress, 24 Stück zu finden. Und geldlich hat sich das halt aufs Jahr verteilt und war jetzt auch nicht so eine große Summe. Als nächstes musste ich mir dann überlegen, wie ich das Ganze verpacken möchte. Ich habe auch 24 Papiertütchen da gehabt, die ich hätte mit Nummern beschriften können, aber ich habe halt das Problem, dass ich diese Tütchen irgendwo hätte hinstellen müssen und dafür haben wir einfach den Platz hier zu Hause nicht. Dann habe ich weiter überlegt, Vince kann zwar wunderbar von 1 bis 10 zählen, aber die Zahlen erkennt er einfach noch nicht, er weiß nicht, wie sie aussehen und deswegen habe ich mir überlegt, ich nummeriere das Ganze gar nicht. Er darf sich einfach jeden Tag ein Päckchen aussuchen, dabei werden wahrscheinlich die größeren als erstes weg sein. Und so gibt es einfach keine Nummern. Und ich habe das Ganze einzeln verpackt und es kommt dann am Ende in eine große, tolle Kiste. Die habe ich mal im Laufe des Jahres bei Aldi gekauft und die war gar nicht für diesen Zweck gedacht, ist einfach so eine Spielzeugkiste. Die haben die Kinder aber noch nicht bekommen und jetzt fand ich sie halt ganz praktisch. Ich habe jetzt diese 24 kleinen Päckchen in diese Kiste reingetan. Da darf er dann jeden Tag reingreifen und sich ein neues Päckchen raussuchen. Und so fand ich das für einen Dreijährigen eigentlich am sinnvollsten und am besten geeignet. Hier seht ihr jetzt ganz kurz die Spielzeugkiste, die ich gefüllt habe. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!